Da ist mein Pferdchen. Beweg dich. Also die Hauptquest wäre jetzt, begib dich zur Burg des Barons. Ich möchte aber eigentlich ganz gern noch nicht die Hauptquest jetzt machen, weil ich das Gefühl habe, ich vernachlässige total die ganzen Nebenquests gerade. Okay, so viele sind es gar nicht. Also das mache ich jetzt eh noch nicht, weil ich den nicht brauche. Deswegen schauen wir jetzt mal kurz, ob wir was machen können, wollte ich noch sagen. Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Ja gut, dann machen... Aber das ist auch Level 7. Blutiger Baron ist auch Level 6 und wir sind erst Stufe 3. Und wenn ich erstmal das hier mache... Komm, wir machen mal das hier. Satteltaschen und Scheuklappen musst du erst finden. Taschen erhöhen deinen Inventarplatz, Scheuklappen verhindern, dass dein Pferd im Kampf wegläuft. Ah, ja klar, weil die dann nicht so viel sehen. Wo muss ich denn dafür jetzt hin? Finde heraus, ob Ciri sich in Skellige befindet. Skellige. Ist hier nicht so eine Anschlagtafel irgendwo? Dass ich einfach mich teleportieren kann, das wäre ja viel besser. Ah ja, guck mal da vorne. Kann ich das vom Pferd aus? Nee. Schnell reisen. Kann ich jetzt nach Skellige? Skellige. Skellige. Da stand was von der empfohlenen Stufe. 16. Du kannst doch einfach die Fragezeichen auf der Karte besuchen. Dann bekommt man mehr Nebenquests. Ah, und ich dachte irgendwie, dass ich die nur über die Anschlagtafel bekomme. Danke. Oh Mann, ich bin ja doof. Das stand bestimmt auch mal. Ich bin ja doof. Okay, dann gehen wir doch mal zu so einem Fragezeichen. Schau mal, hier sind ganz viele, da bei der Taverne. Da gehen wir jetzt hin. Und ich setze jetzt mal ganz kurz Wasser für meine Tortellini auf, weil dann können die nämlich schon mal, also dann kann das Wasser schon mal kochen und wenn es dann kocht, dann mache ich eine kleine Pause. Ist der böse, der Hund? Nee, okay. Ich setze ganz kurz Wasser auf, ich bin gleich wieder da. Den Männern des Barons was zu essen kriegen. Ehrlich? Wie denn? Naja... Du musst nur ein Militele. Kriegt man denn viel? Kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Okay. Also das Wasser kocht wahrscheinlich so in 10 Minuten. Das heißt, wir spielen noch 10 Minuten. Und dann gibt es so für eine Viertelstunde ein Päuschen. Schinken. Hä? Hat da jemand was von Schinken gesagt? Die Kinder sehen nur ein bisschen komisch aus, finde ich. Die sehen aus wie Erwachsene, nur kleiner. The real Troll Hunter. Super Aussprache, Troll Hunter. Hi. Was ist mit den Mienen, Troll, ich bin auch so ein Troll. Wo war denn da jetzt so ein Fragezeichen? Moment. In diese Löcher würde ich nicht für Geld. Hier ist eins. Da gehen wir jetzt hin und holen uns die Quest. Das habe ich nämlich nicht erkannt, weil da einfach nur steht, bislang nicht erkundeter Ort oder unentdecktes Artefakt. Da ist mir das nicht so bewusst, ne? Ja, die Frau hat was mit Schinken gesagt. Ich mache mir ja jetzt Tortellini. Vielleicht mache ich mir da noch Schinken mit dazu. So wie bei Schinkennudeln, nur mit Tortellini. Das hört sich in meiner Vorstellung gerade sehr lecker an. Vielleicht mache ich das. Aber ich habe jetzt auch richtig Hunger.
Wir haben ja heute Morgen schon um 10, okay, halb 11, angefangen mit dem Frühstücksstream sozusagen. Und da habe ich einen Joghurt gegessen und seitdem habe ich eigentlich nur einen Liter Kaffee und einen Liter Tee getrunken, aber halt... Oh. Der hat Angst vor mir. Guck mal. Ja, zu Recht. Drei Hiebe. Ja, und seitdem habe ich jetzt auch nichts mehr gegessen. Ich wollte eigentlich ja schon längst eine Pause machen. Und Mittagessen, also wirklich mittags rum, also so um 1 oder so. Und auf einmal ist es 5. Das Spiel ist einfach toll. Das ist richtig Suchtgefahr hier. Oh, ich bin schon da. Das ist das Banditenlager hier. Fuck. Ich hoffe, ich schaffe die. Die haben Level 7. Nein, ich schaff sie nicht. Ich hätte auch vorher, hätte ich mich vielleicht noch heilen sollen. Ich bin doof. Ich esse dann Spaghetti mit Hackfleischsoße. Oh, Bolognese. Auch voll geil. Oh, Tortellini. Jetzt bekomme ich auch Hunger. Ja, ihr könnt ja auch nebenbei essen. Oder wir essen jetzt dann alle einfach so zusammen. Dein Stream hat so alle 3 Sekunden einen Hänger und deine Cam ist inzwischen sehr stark asynchron. Ist nur bei deinem Stream so. Hab gerade bei anderen geschaut. Also in meinem Internet liegt's nicht. Das ist aber komisch. Ich habe hier extra... Also gut, es könnte daran liegen, dass ich jetzt schon seit über 6 Stunden streame. Wie ist es denn bei den anderen? Denn ich kontrolliere immer wieder hier auf meinem Handy und da stimmt's noch. Wie ist es denn, wenn du bei mir mal neu lädst, Trollhunter? Ist es dann auch? Ich gucke mir das jetzt mal kurz nochmal richtig an. So, jetzt höre ich mich gleich nochmal. Nee, also ich habe es hier gar nicht, dass es asynchron ist. Und auch kein Hänger oder so. Moment, ich teste mal. Verdammter Ochse. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Nee. Nee, kein Hänger. Komisch. Hab 3-mal neu geladen und habe es sonst nirgends. Kann doch nicht an mir liegen. Cam ist bei mir 100% synchron. Bei mir läuft's einwandfrei. Liegt wohl aber doch an dir, denn bei mir ist alles synchron. Bei mir auch. Keine Ahnung, was das ist. Kriege ich mich hier nicht mehr zu und höre mich doppelt. Okay, so. Bei uns läuft's aber. Ja, also ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Bei mir läuft's auch. Keine Ahnung. Seltsam. Vielleicht in einem anderen Browser oder so? Schade, dass es bei dir asynchron ist. Was hat der gerade gesagt? Mann des Barons. Das hört sich irgendwie falsch an. Okay. Ich gehe nochmal zu diesem Banditenlager. Ich überlege nur gerade, ich glaube, ich habe das jetzt nicht mehr auf der Karte. Ich finde das echt komisch, dass es bei dir so asynchron ist. Also halt auch nur bei dir, ne? Das ist seltsam. Und ich würde dir gerne helfen, ich weiß nur leider nicht wie. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Was für ein schlechter Anmachspruch. Also, nochmal speichern. Diesmal schaffe ich die doch, oder? Warte mal, ich esse noch mal was. Brot gegessen. Warte mal, wieso esse ich was? Ich könnte auch einfach meditieren, oder? Meditation. Ich meditiere jetzt einfach bis, bis 11. So. Alkohest. Mit Hilfe von starkem Alkohol. Das war zu schnell weg.
Ich muss die irgendwie... Ja, komm. Scheiß Köter, muss der jetzt mich stören hier? Das ist halt kacke, das sind so viele. Boah, ich glaube, die sind echt noch zu schwer für mich. Na komm. Oh, Gott sei Dank. Also, Fragezeichen sind Nebenquests und Orte, in denen ich noch nicht war, wahrscheinlich. Und hier gibt es ganz viele Sachen. Breitkopfbolzen. Aha. Und ein Rezept. Sehr schön. Okay, das habe ich. Nehmen wir noch die Blümchen mit. Und... Ja, warte mal, die Quest ändern wir wieder um in den blutigen Baron einfach so. Aber ich gehe nochmal auf die Karte. Und auf dieses schöne Fragezeichen und schau einfach mal, was es hier noch gibt. Aber es sind halt nicht unbedingt immer Personen in Not. Aha. Gott. Ganz schön viel. Ach du Scheiße. Da ist auch schon, aber da ist auch eine Kiste. Der hat Level 15. Ja, nee, ist klar. Ich bin dann mal weg hier. Aber ganz schnell. Heilige Scheiße. Nein, nicht mich töten, bitte. Ich hab doch gerade die... Nein, nein. Du. Lasst mich in Ruhe. Scheiße. Ich hätte gleich speichern sollen nach dem Kampf. Lasst ihr mich jetzt in Ruhe. Sind die auch böse? Nee. Gott. Speichern. Speichern. Oh. Krass, so. Wartet mal. Ich guck mal kurz, ob mein Wasser schon kocht. Kocht noch nicht. Okay. Dann gehen wir einfach noch... irgendwo hin? Was schreibt ihr denn alles? Wie gesagt, wenn es 4K ist, habe ich wohl meinen Grund. Nee, es ist jetzt... Es ist nicht... Wie soll ich das erklären? 21 zu 9 ist eigentlich ähnlich wie 4K, weil es halt die gleiche... Leistung braucht zum Angucken. Ich kann es gerade irgendwie nicht richtig erklären. Es ist halt die Auflösung, die genauso viel braucht wie 4K sozusagen. Oh, was liegt denn da? Also vielleicht liegt es an der Auflösung bei dir dann. Das ist halt, wenn du mit 4K Probleme hast, kann es eben auch passieren, dass du bei 21 zu 9, also Videos und 21 zu 9 die gleichen Probleme hast. Aber ist eigentlich komisch, weil lädst du vielleicht nebenbei noch was runter oder so? Trollhunter? Ja, dann liegt es daran, das schafft mein PC nicht. Ach so. Das kann natürlich sein, dass es deswegen...
Naja, der PC sollte das schon schaffen. Das liegt eigentlich, wenn dann, am Internet. Weil dein PC muss es ja nicht, das Spiel läuft ja auf meinem PC, nicht auf deinem. Oder rede ich Unsinn? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich meditiere mal kurz. Der setzt sich da einfach mitten auf den Weg. Das ist so geil. Okay. Oh, das hat mich gerade echt fertig gemacht. Ich schaff die und dann renne ich voll in so ein 15, Level 15 Viech. Also, was ich machen kann, ist, hier noch nach dieser Kriegsbeute zu suchen. Schnellreise geht ja leider gerade gar nicht, ne? Und jetzt bin ich hier oben und hier ist sonst nichts. Du kannst mit Booten über Wasserflächen reisen. Cool. Sollen wir das mal machen? Erstmal dahin und dann zu dem Boot. So. Nee, Internet ist es nicht. Ich habe stabile 125. Ich weiß von YouTube, dass 4K-Videos immer ruckeln. Höhere Auflösungen beim Video brauchen einen stärkeren Prozessor zum Entschlüsseln. Ja gut, das klingt logisch. Ich habe mir nur gerade gedacht, dass mein Handy das ja auch wiedergeben kann. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das Handy, weiß ich nicht, dass der Bildschirm ja kleiner ist. Das gibt's doch nicht, dass ich die nicht schaffe. Das ist doch scheiße. Geht leider auch nur Quelle. Naja, dann muss ich gehen. Ja, mein Prozessor ist kacke. Eigentlich sollte heute der neue PC ankommen, aber naja. Oh. Ach, das ist ja doof. Ja, stimmt. Kannst du nicht einfach die Auflösung ein bisschen runterdrehen? Das kann man doch immer rechts unten, oder? Kann man doch einstellen, welche Auflösung man möchte. Das ist ja voll schade. Aber wieso geht's dann am Handy? Weil der Bildschirm kleiner ist, deswegen? Ich weiß es echt nicht. Schade, dass du dann gehen musst. Ach, da bin ich jetzt. Okay. Also hier sind schon die Gegner ein bisschen heftiger. Ich überlege jetzt ernsthaft einfach in meiner Hauptstory gerade weiterzumachen. Ich hole mal mein Pferdchen. 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 Da ist schon wieder so einer. Also die mag ich nicht. Die haben 3 Level über mir. Pfui. Na toll, jetzt rennt er schon. Ah ne, jetzt rennt er wieder zurück. Brav. Hast du eigentlich schon Bomben hergestellt? Die sind gut gegen Monster. Nee, habe ich nicht. Ich habe eigentlich noch fast gar nichts hergestellt. Jetzt bin ich gleich schon wieder hin. Also da laufe ich nicht mehr lang, das sage ich euch. Da laufe ich echt nicht mehr lang. Könnt ihr mich mal... Nein. Ich stelle jetzt Bomben her und dann esse ich. Scheiße. Oh nein. Ja, Trollhunter, ich hoffe, dass dann dein PC wenigstens bald kommt. Dein neuer. Ist ja schade. Ich bin jetzt schon ganz kurz erschrocken, dass irgendwie jetzt vielleicht seit 6,5 Stunden ich ein ruckelndes Bild streame. Also das wäre jetzt echt kacke gewesen. Vor allem, ich gucke ja extra die ganze Zeit immer wieder aufs Handy und da und schaue immer, ob alles flüssig läuft. Und weil das ist mir das Wichtigste,
Das allererste ist wirklich, es muss flüssig laufen. Wenn es flüssig läuft, dann kann man schauen, wie die Qualität ist. Also die Auflösung und die Grafik und so weiter. Und dann stelle ich sie halt so weit hoch, wie es halt geht. Aber das Allerwichtigste ist in erster Linie für mich, dass es flüssig läuft. Also 60 Frames müssen einfach sein. Wenn ich das nicht habe, dann... boah, da ist schon wieder so einer. Dann muss ich halt die Qualität runterstellen. Ah, jetzt, deswegen bin ich jetzt so erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt falsch geguckt? Okay, jetzt rufe ich mal mein Pferdchen. Und schau auf... Nee, machen wir so. Die Karte. Und reiten wieder hier hin. Ja, ja, ist schon gut. Ich reite dahin. Und wenn ich dahin geritten bin, dann kann ich auch noch ein paar Bomben herstellen. Und ich denke, dann esse ich. Und wenn ich gegessen habe, lasst ihr mich... Dann gehen wir zum Baron. Mit Bomben. Ein Bombenbaron, Leute. Ich weiß, dass ich in die falsche Richtung reite. Ich habe Panik bekommen. Pferdepanik. So lustig. Okay. Welster schreibt LOL. Weil ich noch keine Bomben hergestellt habe. Das Spiel ist so krass umfangreich. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, was herzustellen. Ich will die ganze Zeit diese geile Welt erkunden. Ich meine, schaut euch das an. Das ist so schön. Oh, ich glaube, jetzt kocht mein Wasser. Ich sehe es nicht. Moment. Schaut so aus, ja. Aber wir reiten noch nach vorne. Wir sind ja fast da. Oh, die Blumen. Schön. Essen Ahoi. Nee, als du gestorben bist, hast du einen Bunny-Hüpfer gemacht. Ja, ja. Deswegen habe ich gelacht. Der Bunny-Hop. Hop. Hop, hop, hop. Le Bunny. Le Bunny. Hop. Hip, hop, hibbit, hibbit to the hip, hip, hop, we don't stop. So, Ohrwurm, sehr gut. So. Wieder vorbei an den Verrückten, die diesen komischen Stein anbeten. Natürlich falsche Richtung. So, hier lang. Sind wir gleich bei diesem Schnellreiseding und da machen wir so eine Viertelstunde jetzt Pause. Dann esse ich meine Tortellini und dann geht's weiter. Was eigentlich total bescheuert ist, weil ich gemeint hatte, so ungefähr bis um 6 werde ich streamen. Aber ich habe jetzt halt doch schon so... Ich wollte hier eigentlich mittags essen und nicht jetzt erst. So blöd. Oh, ich bin schon da. Okay. Auch gut. Dann können wir ja einfach im Dorf speichern. Krähenfels. Oh, ich habe aus Versehen das kleine Kind angerempelt. Pfeift eine Melodie. Also, das sieht doch hübsch aus, oder? Dann machen wir jetzt einmal speichern. Jo. Ich gehe meine Tortellini essen, was höchstens eine Viertelstunde, denke ich, dauert, weil ich habe einen großen Hunger. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Spiel lasse ich laufen. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Kamera lasse ich auch laufen. Ich mache nur mein Mikro aus. Genau. Bis gleich.